Du wolltest schon immer mal deine eigene Lippenpflege machen? Perfekt. Ich zeige dir, wie du mit ein paar einfachen Bestandteilen deine erste eigene Lippenpflege herstellen kannst. Und somit auf ganz natürliche Art und Weise deine selbstgemachten Pflegeprodukte für die Lippen herstellst. Selbstgemachte Lippenpflege ist so einfach, auch nur ein paar Zutaten herzustellen. Und trotzdem, und das geht mir genauso, kaufen wir manchmal einfach ziemlich schnell. Deswegen seid ihr heute hier, weil ich euch zeige, wie wir nur ein paar Zutaten brauchen und wie schnell es geht, damit ihr zukünftig vielleicht sogar eure eigenen Lippenpflegestifte machen könnt oder eben hier solche kleinen Lippenpflegetuben, um dann zukünftig immer eure selbstgemachte Kosmetika dabei zu haben. Wir werden für dieses Rezept für den Lippenpflegebalsam einen Ölauszug mit Ringelblume benutzen. Wer aufgepasst hat, ich habe euch in einem Clip auch schon mal erklärt, wie man einen Ölauszug macht, auch wie man einen Ringelblumenölauszug macht. Vielleicht einfach zwei Videos vorher noch mal gucken, wer es genau wissen möchte. Ansonsten, ihr könnt natürlich auch Ölauszüge bereits kaufen. In der Drogerie, in der Apotheke, im Supermarkt teilweise sogar schon. Auch das ist natürlich möglich. Des Weiteren kommt dazu, brauchen wir noch Bienenwachspastillen. Hier nehmen wir die von Bigut, einfach weil sie eine super Qualität haben. Es ist ein Bioprodukt, also wir wissen auch, wo es herkommt. Wenn ihr natürlich einen Imker um die Ecke habt, wo ihr sagt, jawohl, da passt es auch, könnt ihr auch gerne den nehmen. Ansonsten findet ihr natürlich auch unten in unserer Infobox noch die Verlinkung zu den Pastillen. Zusätzlich kommt diesmal noch dazu, also weil wir haben auch schon mal in einem Spot eine Salbe gerührt. Jetzt allerdings hier bei der Lippenpflege kommt noch ein bisschen Propolis dazu. Propolis wird in den Bienenstöcken, ja, von den Bienen genutzt, um das Ganze keimfrei zu halten. Ja, das ist ganz wichtig und es ist einfach ein wunderbarer Bestandteil auch für die Lippenpflege, kann auch genommen werden für ganz rissige, beanspruchte Lippen, auch für Lippen, die anfällig sind. Für Herpes pflegt es gut. Es schützt einfach gut vor der Austrocknung. Los geht's für alle, die gleich mitmachen wollen. Ich hoffe, ihr habt den Ölauszug, Bienenwachs und Propolis zur Hand. Im ersten Schritt werden wir jetzt erst einmal wieder unseren Ölauszug abmessen. Und ihr könnt euch merken, ihr könnt das auch in Gramm abmessen, aber ich messe es gerne einfach in Löffeln ab. Und zwar nehmen wir jetzt 10 Löffel vom Ölauszug, unseren Ringelblumenölauszug. Und damit wir eine gute Konsistenz für die Lippenpflege bekommen, muss das Verhältnis und die Relation zum Bienenwachs stimmen. So, wenn ich jetzt sage, ein gutes Verhältnis, dann ist es in diesem Fall besonders wichtig, weil wir kennen alle das Problem, wenn wir Lippenpflege im Sommer benutzen und vielleicht dann diesen Lippenpflegestift im Auto liegen lassen. Ups, das wird zu warm. Im Auto haben wir ganz schnell 40, 50 Grad drin. Und da wir bei selbstgemachten Lippenpflegeprodukten keine Zusatzmittel haben, also nichts, was dieses Öl härtet, ja, also das, was nämlich beim konventionellen Lippenpflegestifte dazukommen würde, dass es einfach nicht so schnell schmilzt, müssen wir einfach, wenn wir die selbst machen, ein bisschen mehr von den Bienenwachs dazugeben, weil das ist in dem Fall unser Konsistenzgeber. Je mehr Bienenwachs drinne ist, umso härter wird die Lippenpflege. Es ist dann zwar oft nicht mehr so einfach zum Streichbar, also nicht mehr so weich, aber behält dadurch auch viel besser die Konsistenz und gerade an warmen Tagen behält es besser die Stabilität und schmilzt uns nicht davon. Also im Gegensatz zur Salbe haben wir jetzt hier tatsächlich einen höheren Anteil an Bienenwachs drin. Und für alle, die vorher schon aufgepasst haben, bei einer Salbe war das Verhältnis auf 10 Teile Ölauszug kam ein Teil Bienenwachs. Und bei der Lippenpflege machen wir jetzt einfach ein bisschen mehr. Und zwar kommt hier nicht ein Teil Bienenwachs dazu, sondern anderthalb.
Wer auf ganz Nummer sicher gehen will, dass es auch wirklich fest genug ist, kann auch gerne auf 2 Teile Bienenwachs gehen. Ja, und das war es auch schon. Das Ganze muss jetzt erstmal wieder ins Wasserbad, damit die Bienenwachspastillen gut einschmelzen, gut mit dem Ölauszug in Verbindung gehen. Und ja, dann würde ich sagen, Ölauszug, Bienenwachspastillen sind vermischt, ab ins Wasserbad und dann warten wir, bis das eingeschmolzen ist. Um eure Lippenpflege nachher perfekt abfüllen zu können, sind natürlich so kleine Gläschen wunderbar. Es gibt aber auch solche kleinen Dosen, die ihr wunderbar in eure Hosentasche stecken könnt. Genauso gut gibt es Leerhülsen zu kaufen in allen Farben, Formen und Varianten, mit denen ihr die immer wieder auffüllen könnt. Das ist eine wunderbare Geschenkidee auch und ihr werdet sehen bei euren Freunden, wenn ihr einmal angefangen habt, selbstgemachte Lippenpflege zu verschenken, dann wollen die nichts anderes mehr benutzen. Lasst euch dann gerne diese leeren Hüllen, wenn die aufgebraucht sind, einfach wiederbringen. Ihr säubert die ordentlich. Könnt ihr auch gerne noch mal kurz desinfizieren mit einem Alkohol und dann sind die wieder ready zum Befüllen. Also ihr seht, unsere Bienenwachspastillen sind perfekt aufgeschmolzen und haben zusammen mit dem Ölauszug eine prima Konsistenz ergeben. Und jetzt warten wir mal noch ungefähr eine Minute, einfach ein bisschen schwenken. Das wird jetzt diesmal relativ schnell hart, nicht wie bei der Salbe, weil wir haben jetzt mehr Bienenwachs drin, umso schneller wird es jetzt auch hart. Und jetzt wollen wir noch ein paar Tropfen Propolis dazugeben. Einfach auch den Propolis wieder nutzen, die pflegenden Eigenschaften passen prima in jede Lippenpflege mit rein. Dran denken, der ist ein bisschen klebrig, also die Lippenpflege verändert ein bisschen die Konsistenz und ich mache jetzt hier 10 Tropfen mit dabei, verrühre das Ganze gut und dann geht es auch schon ab in die Förmchen. Propolis und Ölfaser haben sich super vermengt, perfekt jetzt also, um das Ganze abzufüllen. Wichtig, wieder in saubere Gläschen. Und ihr seht schon, so langsam wird die Lippenpflege auch schon hart. Jetzt nicht gleich den Deckel drauf. Hier ist es ganz wichtig, dass wir erst wieder die Salbe auskühlen lassen, dass wir keine Verdunstungshitze, also kein Wasser mit da rein bekommen. Also erst noch warten, bis wir die Deckelchen drauf geben, bis wirklich die Salbe hart geworden ist und ausgekühlt ist. Und jetzt kann man hier auch schon zugucken. Hier wird der Rand schon langsam fest. Und ja, ich schätze ungefähr noch 2 Minütchen und dann ist die Lippenpflege auch schon hart geworden. Verrückt, wie leicht man so eine Lippenpflege selber machen kann, oder? Aus nur 3 Inhaltsstoffen haben wir sowas Pflegendes und Natürliches für unsere Lippen hergestellt. Nochmal kurz, was haben wir benutzt? Unseren Ölauszug, Bienenwachspastillen, Propolis. Mehr brauchst gar nicht. Für die Frage, wann kann ich das benutzen? Klar, so wie ihr normale Lippenpflege benutzen würdet, im Prinzip immer. Und dank der Kombination aus unserem Ringelblumenölauszug und auch eben dem Propolis und dem Bienenwachs, also 3 wirklich alles ganz natürliche Inhaltsstoffe, ganz ohne Konservierungsstoffe, könnt ihr die Lippenpflege jederzeit bei trockener Haut, also bei ein bisschen strapazierten Lippen, jetzt auch gerade, wenn es wieder Richtung Winter geht, wenn die Luft wieder trockener wird und unsere Lippen wieder ein bisschen rissiger, schützt auf ganz natürliche Art und Weise vor dem Austrocknen, spendet Feuchtigkeit und lässt sich natürlich auch mit jeder anderen Pflanze
genauso nachmachen. Also ihr müsst nicht bei der Ringelblume bleiben, den Ringelblumenölauszug. Das würde natürlich genauso gut gehen mit vielleicht so einer Pflanze wie dem Gänseblümchen, was auch eine große wundheilende Pflanze ist. Melisse sagt man jetzt eher so beruhigende Eigenschaften zu. Lavendel ist auch ganz wunderbar, hat viele ätherische Öle, also macht auch noch mal ein bisschen was mit den Aroma, mit unserem Geruchssinn, und alles wunderbare Pflanzen, die ihr genauso gut zu einem Ölauszug und dann im Anschluss eben zu einer Lippenpflege verwenden könntet. Ja, ich hoffe, ihr habt gesehen, wie ganz leicht es wirklich geht, wie schnell es auch geht, und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen, und ja, los geht's.